Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem Channel. Und es ist schön, dass ihr wieder da seid und zuschaut. Und ich habe, ja, es sind heute irgendwie sehr viel Ms dabei. Das ist die Woche, die letzte Woche. Die wollte ich euch kurz einmal zeigen. Das ist die Halloween-Woche. Die gefällt mir eigentlich recht gut, so schön bunt. Und ja, ich habe das Gefühl, ich habe sehr, sehr viele Sticker irgendwie benutzt. Aber naja, gut. Das ist halt der Sinn und Zweck dieser Sache, ne? Wir planen also die Woche vom. Jetzt habe ich das Gefühl, ich bin falsch. Nee, vom 7. November bis zum 13. November. Und da die zweite Woche im Monat immer Same but Different Week ist, ist eine Gruppe auf Facebook. Und das ist jetzt das zweite Mal, dass ich mitmache. Und es ist die einjährige Geburtstag. Yay! Also herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Das ist das Einjährige, seitdem die das machen. Die haben vor einem Jahr im November angefangen mit Same but Different Week. Und das bedeutet einfach, für die Leute, die es jetzt noch nicht kennen, für die Leute, die es kennen, schalten einfach weiter oder lassen mich einfach reden. Gut. Also für die Leute, die es nicht kennen, Same but Different Week heißt einfach, jeder, wenn ihr mitmacht, ja, es wird in der Facebook-Gruppe wird abgestimmt, welches Kit benutzt wird. Oh Gott. Ein Shop pro Monat, also der Shop wird dann ausgesucht und dann gibt es, glaube ich, immer zwei Kits zur Auswahl und dann wird gewotet und das Kit, das dann gewinnt, dann habt ihr, glaube ich, 1,5 Monate teilweise oder sogar 2 Monate Zeit, euch die Kits zuzulegen, weil je nachdem, von wo die kommen oder wo ihr wohnt, dauert das dann halt auch teilweise echt mit Shipping und wenn das dann einen Monat vorher nur wäre, hätte man ja kaum Zeit, was zu kaufen. Gut, diesen Monat ist Basil and Mint. Das ist ein australischer Shop und ich meine sogar, das hat angefangen, Same Different Week in Australien. Auf jeden Fall ist das Planner Girl Kit und ich liebe, das finde ich total cool, dass es diese Double Full Box gibt. Das heißt einfach, die Double Full Box ist einfach zwei Full Boxen sozusagen übereinander. Also sind es theoretisch, habt ihr nicht nur 8, sondern 12 Boxen in diesem Kit. Und ich habe mir auf jeden Fall schon überlegt, diese Full Box mit dem Mädel, die mache ich mir hier so in die Sidebar, weil ich generell nie genug Sticker für eine Sidebar hab und eigentlich immer so einen riesen Batzen frei hab. Und das fand ich jetzt irgendwie perfekt für die Same but Different Week, das so zu machen. Ich zeige euch mal einmal ganz schnell das Kit und dann höre ich einfach auf zu reden und fange nämlich dann an zu planen. Also wie ihr seht, ihr habt hier einmal diese Double Full Box, dann die dekorativen Full Boxen, die sehr, sehr hübsch sind und mir gefallen besonders die Scheren. Und das sind nämlich die Target-Scheren, die Eiffelturm-Scheren, die ich nämlich jetzt endlich auch besitze, worüber ich sehr, sehr happy bin. Dann halt der Planner und das Mädel, das Planner Girl. Dann halt der Coffee-to-go-Cup und die Bücher und die Blumen halt. Also einfach so total Planner-related. Und Entschuldigung, ich habe echt einen Frosch im Hals, das gibt's nicht. Ich hoffe, jetzt geht's wieder. Und ich finde die Farben einfach total schön, weil dieses Blau und dann dieses Rosa einfach ist sehr, sehr schön. Dann habt ihr hier die Headers und der Wochenendbanners und ein paar dekorative Sticker, die ihr noch so draufkleben könnt. Dieser Habit-Tracker, den ich recht gerne benutze für, je nachdem, was ich zum Beispiel die Woche lese oder so, dass ich einfach abhaken kann, okay, ich habe an dem Tag gelesen oder nicht. Dann habt ihr die Halfboxes, die sehr schön nicht nur in so einfarbig, die nicht einfarbig sind, sondern auch schön mit den Mustern von den Boxen. Dann habt ihr noch diverse andere Boxen, auch hier mit Glitzer zum Beispiel. Das sind halt diese kleineren, die man dann noch Quarter Boxes nennt. Die sind halt, glaube ich, so die Hälfte von den Halfboxen. Dann habt ihr hier halt die To-Do-Listen und das Washi-Tape, was wir halt eben in dem Kit nicht hatten. Ja, falls ihr das jetzt seht, das ist das Video, was ich nach dem Shop Spotlight Video gedreht habe. Deshalb habe ich gerade gesagt, in dem Video eben war es nicht. Deshalb gut. Und hier halt auch noch so ein paar dekorative Sticker. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich fange. Normalerweise fange ich immer mit dem Washi-Tape an. Aber ich glaube, heute fange ich mal mit dem Full-Box-Sticker an. Gut, gut. Okay.
Dann habe ich jetzt einfach mal den Fullbox-Sticker hole ich jetzt einfach. Und ich finde einfach, Basil & Mint hat Wahnsinnsqualität, was Sticker angeht. Weil das ist matt. Das ist zwar matt. Oh, das ist perfekt. Das sieht mega aus. Auf jeden Fall, es ist Vinyl. Ich meine, es wäre Vinyl. Oder auf jeden Fall ist es matt, aber richtig gutes Mattpapier. Also so schön dick. Und ich habe es ehrlich gesagt auch lieber, wenn der Stickerpapier ein bisschen dicker ist. Also nicht so. Ich mache es mal so, damit ihr gucken könnt. Nicht so dünn. Gut, und dann klaue ich mir nämlich noch so eine große Box. Ich glaube, da hole ich jetzt das Blau, weil man hier schön im Hintergrund das Pink hat. Und ich wollte nicht zu viel dann von dem Pink, so nur in der Sidebar, ist dann ein bisschen blöd. Okay, welchen Header ich wirklich saucool finde, ist dieser Boring Stuff. Der ist mega. Gut, was machen wir denn? Holen wir mal Important. Ich habe so ein paar wichtige Sachen diese Woche noch zu erledigen, die ich bisher echt immer aufgeschoben habe. Was echt doof ist. Aber naja. Manchmal hat man so Tage, Wochen. Und dann hole ich noch den Habit-Sticker. Und dann, bevor ich es vergesse. Oh, schief. Die gehen aber saugut wieder ab. Also da habt ihr echt überhaupt keine Probleme mit. Die nochmal abzukriegen. Die wieder abzukriegen. Das geht perfekt. Ich schreibe mir immer noch gerne auf. Das passt nicht. Schade. Ich habe irgendwo einen Sticker. Jetzt finde ich den natürlich bestimmt wieder nicht, wie das dann so ist. Dann hole ich nämlich eine Halfbox. Oder wie mache ich das? Ja, jetzt kommt das nämlich wieder. Man hat eigentlich überhaupt. Nee, ist jetzt egal. Ich mache das jetzt irgendwie anders. So, also nachdem ich jetzt gesucht und gesucht und gesucht habe. Jetzt ist wieder scharf. Habe ich jetzt endlich Sticker gefunden. Das ist manchmal sehr, sehr schwer. Und ich benutze immer saugern diese von Pretty on Paper Co. Und da ich aber nicht unbedingt meine Facebook-Freunde tracke, also um zu gucken, wie viele Facebook-Freunde ich habe oder so, das ist wahrscheinlich auch eher gedacht für die Leute, die auf Facebook auch irgendwie Gruppen haben und alles, um da zu gucken, wie viele neue dazugekommen sind. Mache ich das nicht. Ich benutze einfach immer nur Instagram und YouTube, um da zu schauen. Gut, und dann mache ich jetzt noch das Washi-Tape hin für unten. Und was ich halt wirklich an diesem Washi-Tape liebe, ist, dass es wirklich bis zum Ende geht und du halt wirklich so richtig no white space planning hast. Das Coolste wäre jetzt natürlich auch noch Date Covers, weil dann hätte man es echt perfekt. Aber ich liebe, dass das so schön breit ist. So. Das ist dann jetzt auch mal da. Und dann mache ich nämlich noch hier. Das ist jetzt nicht unbedingt so, aber den mache ich dann hier hin. Der fehlt nämlich noch. Das ist nämlich so eine Art No-Spend-Sticker. Und da der leider nicht mehr hier hinpasst und ich diese Woche auf jeden Fall No-Spend-Week habe, da bald Black Friday ist. Und ja, Black Friday ist so ungefähr das Beste, was in der Planner-Welt passieren kann. Deshalb wird dafür dann etwas gespart. Gut. Ich mache das nämlich jetzt mal so ein kleines bisschen wie in dem anderen. Und da ich Glitterheads liebe, generell so viel glitzermäßig geht immer, werde ich die benutzen für hier oben, für die ersten, um dann drunter zu schreiben, wie ich arbeite die Woche.
Und jetzt muss ich natürlich nur welche finden, die perfekt dafür sind. Welche gut passen. Ich finde, die passen eigentlich recht gut. Die auch noch. Das hätte ich aber gern bei. Das ist so ein bisschen pink. Das so rosamäßig, so ein ganz leicht Pastell. Wäre eigentlich ganz cool. Ich kann natürlich auch so ein bisschen bronzemäßig holen. Eigentlich die sieht der ganz cool aus. Der passt, glaube ich, recht gut. Hole ich mir die nämlich schon mal raus. Habe ich schon mal zwei. Ne, ich habe sogar so gesehen drei und vier. So, und dann hole ich nämlich noch. Ich will Laser, ich rosa holen oder nicht? Ich glaube, ich hole lieber so ein Blau. Dunkelblau habe ich jetzt leider nicht. Hole ich die hier. Da brauche ich meine Hände. Das ist immer ganz schlimm, wenn ich im Auswählen bin, habe ich plötzlich alles an den Händen kleben. Und finde nichts mehr. Und dann frage ich mich immer, wo die ganzen Sticker hingekommen sind, weil die plötzlich an meinen Händen kleben. Und dann sind sie immer weg. Das ist immer sehr, sehr doof. So, dann zoome ich euch mal nochmal rein. Und schon ist ein Sticker abhanden gekommen. Da ist er. So. Und die Glitter-Headers, die sind jetzt von Seaside Stickers. Das ist ein deutscher Shop. Und ich meine sogar, nee, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Same but Different Week nächsten Monat von ihrem Shop ist. Und da freue ich mich schon sehr, sehr drauf, weil ich ihre Sticker absolut liebe. Sie hat auch jetzt ganz neu ein neues Glossy-Papier. Das ist einfach nur wundervoll. Absolut wundervoll. Das sieht sogar richtig hübsch aus. So. Und dann hole ich hier das Rosa. Gut. Das hat jetzt niemand mitbekommen und niemand gehört. Nein, mir ist kein Sticker kaputt gegangen. Mir doch nicht. Passt nicht so 100%. Wie mache ich das dann? Wobei, das sieht man ja nachher vielleicht nicht mehr so ganz extrem. War jetzt so was gelb? Ach, Quatsch. Ich wollte die ja auch holen. Ah, ich bin schon ganz verwirrt. So. So. Sieht jetzt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen komisch aus, aber das wird noch richtig hübsch aussehen, bin ich mir ziemlich sicher. So. Und hier noch einmal das Blau. Nicht schon wieder kaputt, nein. Gerettet. Ist nicht kaputt gegangen. So. Und dann noch zwei von denen. Natürlich habe ich jetzt nicht zwei von denen. Also sich eins, was ein wenig dunkler und mehr ins Rote geht. So, haben wir das dann aber jetzt mal gemacht. Gut. Und dann zoome ich euch jetzt mal noch ein bisschen raus. Nicht wundern, ja, ich rede immer so komisch. Meine Freunde können das bestätigen. Ja, gut. Dann machen wir jetzt die To-Dos. Da wir das jetzt auch eben alles so ein bisschen schön nach Farben gemacht haben, versuche ich jetzt auch, das jetzt auch so ein bisschen nach Farben zu machen. Dass man schön das Blau bei Blau und Rosa bei Rosa. So. Was würden wir nur ohne unsere To-Do-Listen machen?
Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als keine Liste zu haben. Irgendwie. Brauche immer irgendeine To-Do-Liste. Ob man die dann letzten Endes erfüllt oder so, ist dann natürlich eine andere Sache. Aber man kann immer stolz sagen, ich habe eine To-Do-Liste. So, das sieht eigentlich recht cool aus, muss ich sagen. Das gefällt mir richtig gut. Muss ich mir jetzt doch mal auf die Schulter klopfen. Bald. Jetzt wollte ich schon die Fullboxen, die dekorativen Fullboxen hinmachen. Das gibt's doch nicht. Ganz verwirrt. So. Ich wollte schon gerade sagen, ich hoffe jetzt mal, ich klebe nicht so viel falsch. Das fängt ja schon mal prima an. So. Ah, ja. So geht's doch. Muss ich nur zu helfen wissen. So. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe jetzt irgendwie Heiho von Schneewittchen im Kopf. Das ist irgendwie. Ah, das wird mir wahrscheinlich jetzt den ganzen Abend nicht mehr aus dem Kopf gehen. Das ist immer ganz schlimm. Diese Ohrwürmer. So, was ich immer gerne mache, gerade bei den Headers, ich klebe mir die einfach immer auf die Hand. Und dann kann ich die nämlich richtig einfach hinkleben. So. Ich muss echt sagen, das gefällt mir richtig gut, die To-Dos nicht direkt so ganz oben zu haben, sondern noch so ein bisschen so eine Section dazwischen, das so ein bisschen auflockert irgendwie. Und das ist mal was anderes. Ja. So, gut. Dann mache ich jetzt Little Things. Mache ich die überhaupt diese Woche? Dafür hole ich jetzt mal schnell mein Handy. Und da habe ich nämlich so eine App, die nennt sich TV-Tracker. Und da schaue ich halt immer gerne nach, welche Serien kommen, die dann gucken. Okay, Late Late Shows irgendwie fast immer. Die schreibe ich aber nicht extra rein. Die schreibe ich dann eigentlich nur rein, wenn irgendwas ganz Besonderes ist, weshalb ich Tümling gucken will. Also, wir haben Donnerstag, How to Get Away with Murder und The Big Bang Theory. Okay, also wir haben nur vier und das passt sogar sehr gut, weil es gibt nämlich nur vier nur vier Labels für TV-Shows. Und das passt sogar perfekt zusammen, weil ich nämlich zwei in Blau brauche und zwei in Rosa. Ist richtig gut koordiniert. Muss ich jetzt doch mal sagen. Psi. Normalerweise habe ich halt immer noch gern, dass ich mir dann aufschreibe, was ich zum Mittag gegessen habe. Das ist eigentlich ganz cool, um da immer mal so ein bisschen aufzupassen und zu gucken. Aber das gibt es bei den Labels jetzt hier nicht. Bin ich allerdings am Überlegen, ob ich dafür nicht hier die Boxen benutzen könnte. Hier sechs. Aber eigentlich ist das jetzt Schwachsinn, das zu machen. Ich könnte es mir natürlich auch einfach zurechtschneiden. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Was mache ich denn jetzt? Ich habe eigentlich diese Woche recht viel vor. Also lasse ich's. Da mache ich nämlich nur gerade bei den Sachen. Okay, es gibt keine Little Things, aber das ist in Ordnung. Dann lasse ich die jetzt einfach da so stehen. Gut. Und dann machen wir nämlich jetzt die Full Boxen. Das Gute ist, ich habe ja noch diese Double Box. Das würde natürlich jetzt sau cool aussehen, wenn ich die jetzt so hier hin machen. Wenn hier jetzt noch so frei wäre. Das würde eigentlich ganz cool aussehen, oder?
Aber die passt da nicht hin. Das sieht komisch aus, wenn ich die einfach so mitten reinkleben würde. Gut, dann fangen wir doch einfach mal am Montag an. Ich klebe die jetzt einfach mal so einfach mal rein. Oh, die ist sehr schön. Das Gute ist, donnerstags habe ich meistens nichts vor. Und da setze ich immer gern so die Doppelbox rein, die sehr, sehr hübsch ist. Natürlich gibt es hier eine mit einem Quote. Die hätte ich natürlich. Habe ich Freitag viel vor? Oh nein, die müsste ich theoretisch schneiden. Oder habe ich gar nicht dran gedacht? Oh, das ist jetzt ein bisschen doof. Gut, machen wir das so ein bisschen anders. Die sitze ich dahin, weil Samstag weiß ich gar nicht genau, was ich vorhab. Freitag bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Und ich finde, das hier passt perfekt für Sonntag. Weil ja, Sonntag ist so generell der Tag, ne? Wo du dann planst und alles. Jetzt habe ich die noch übrig und die kann ich theoretisch dann immer noch durchschneiden, wenn ich was brauche. Gut, dann fangen wir mal an. Entschuldigung. Holen wir die mal zuerst. Upsi. Das passt nämlich sehr gut. Das ist nämlich But First Coffee Sticker von, ich sage es gerade, Farren's Sticker Studio. Und die Farren hat den jetzt neu eröffnet. Letzte Woche, glaube ich. Ich meine, es war letzte Woche, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, letzte Woche war es. Und ich jetzt Glitterheaders. Ich könnte ihn natürlich einfach so da runtersetzen. Dass das so ein bisschen Glitzer dazwischen noch ist. Und da habe ich mir nämlich dann gedacht, komm, probieren wir das mal aus. Oh nein, bin wieder falsch hingeklebt. Und bestellen bei ihr dann mal. Und was ich total lieb von ihr fand, sie hat mir so ein extra Sheet mitgeschickt von diesem But First Coffee. Und eigentlich bin ich gar kein Kaffeetrinker, oh mein Gott. Aber ich finde den irgendwie so süß. Und ich stelle mir da einfach mal vor, da steht Tee. Weil ich so der totale Teetrinker bin. Also es gibt nichts Besseres als Tee. Dass wir das jetzt geklärt haben, hole ich jetzt noch hier den. Und den schiebe ich so ein bisschen drunter. Weil da fahre ich nämlich noch ins Bauhaus. Dann haben wir morgen. Ich glaube, ich auch wieder Glitzer. So viel. Ich könnte die natürlich auch schneiden. Das mache ich jetzt auch. Die schöne Doppelbox. Ich finde es so schlimm, Sticker durchschneiden zu müssen. Weil ich generell eigentlich immer schief. Ich habe immer das Gefühl, ich schneide schief. Ich glaube, das ist hier nämlich auch so. Ich mache es so. Morgen brauche ich doch ein bisschen mehr Platz. Weil ich treffe mich morgen mit einer Freundin in der Mittagspause zum Essen. Yummy, yummy, yummy. Und natürlich habe ich jetzt keinen Platz mehr für da unten. Also muss ich sie da ein bisschen anders machen. Ich hoffe, ich kriege den noch ab. Weil morgen Abend geht es nämlich noch ins Kino. Mit meinem Kino-Buddy. Also das ist so wirklich die Freundin, ich glaube, mit der ich am allermeisten im Kino bin. Also so ständig. Wir gehen ständig ins Kino. Da gehen wir nämlich Doctor Strange gucken. Da brauche ich aber auch. Doch größer schneiden können.
Ich fasse es gerade nicht, dass ich irgendwie so eine Double Full Box zerschneide. Ich komme mir gerade vor. Wieso jemals sowas, als wäre das sowas ganz Schlimmes. Jetzt habe ich den schon wieder schief hingeklebt. Das gibt's nicht. Seht ihr das überhaupt? Ich glaube, den kriege ich so nicht mehr. Dann lasse ich ihn lieber. So. Ich frage mich, ist das euch eigentlich zu nah oder lieber ein bisschen weiter weg? So. Dann haben wir einmal am Mittwoch, gehe ich mit einer Freundin essen und da haben wir euch ein dünnes. Wobei, da kann ich eigentlich auch einen Glitterheader holen. Habe ich da auch einen Glitterheader? So. Das sieht richtig hübsch aus. Und dann habe ich abends noch Sumba. Und dafür hole ich die. Und auch wieder ein Glitzerhalter. Das richtig so ein bisschen, das aufpeppt. Mit dem Glitzer, das gefällt mir richtig gut. Ach, das sieht richtig hübsch aus. Gut. Donnerstag habe ich eigentlich überhaupt keine Ahnung, überhaupt keine Termine. Am Freitag auch nicht. Bei Donnerstag mache ich mir nämlich dann ein Must-Do-Hin, damit ich mal endlich das Geschenk für meinen Neffen fertig kriege. Muss ich so machen. Dann wieder ab, weil das anscheinend das Einzige ist, was ich die ganze Zeit tue. Und hierhin. So, sieht auch ganz cool aus. Gut, am Freitag habe ich bisher mal so noch nichts, aber das kann sich ja immer ändern. Also machen wir. Brauche ich die? Theoretisch nicht. Okay, natürlich ist mir jetzt erst aufgefallen, dass die Kamera wieder ausgefallen ist. Und die Batterie ist fast leer, deshalb hoffe ich, dass ich das noch schnell schaffe, fertig zu planen. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Auf jeden Fall, was ich eben gesagt habe, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wann die Kamera rausgefallen ist. Also das ist jetzt ungefähr das, was ich jetzt noch gemacht habe. Ich weiß nicht, wie viele davon gesehen habt oder nicht gesehen habt. Und die hole ich halt hier, die Aufbox wollte ich halt unbedingt holen, um da dann reinzuschreiben, dass ich am Sonntag plane. Weil was macht man sonst sonntags, richtig? Gut, und dann kommt noch hier schön der Planner hin. Die Basil und Mint hat nämlich richtig schöne, so dekorative Sachen. So dekorative Sticker noch dabei, die wirklich sehr, sehr hübsch sind. Die ich jetzt auch noch schnell, bevor es ausgeht, hinkleben werde. Was schwierig werden kann, weil ich das Gefühl habe, ich habe eigentlich gar keinen Platz so wirklich. Ja, machen wir hier für Freitag hin. Eigentlich hätte ich hier die zwei gar nicht gebraucht, fällt mir gerade auf. Aber naja. Ist dann halt so. Das könnte ich eigentlich noch benutzen, um irgendwas Wichtiges aufzuschreiben. Das mache ich dann einfach mal hier hin. Das sieht nämlich sau cool aus. Oh, und dann noch diese wunderschöne. Der Stick ist richtig hübsch. So eine Nadel. So eine Heftklammer mit Glitzer dran. Das ist immer sehr, sehr hübsch. Kommt die hier hin. Und dann haben wir noch hier Coffee Cups, weil wenn man plant, dann braucht man Tee oder Kaffee dabei. Am besten noch ein Stück Kuchen. Na. Damit das alles viel, viel besser geht. Die schöne Schere. Oh, mir fällt gerade ein. Ich habe den Wochenendbanner vergessen, wie immer. Der kommt auch noch schnell drauf. Und zwar hierhin.
So. Ich würde sagen, das reicht. Jetzt habe ich aber noch hier den. Ah, der passt aber irgendwie nirgendwo mehr hin. Dahin. Gut. Das war's. Yay! Und es ist so hübsch. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr, sehr hübsch gesehen. Also das ist mein Beitrag zur Same but Different Week. Und das ist ohne Witz eins meiner absoluten Lieblingsspreads und Lieblingskits, die ich hier gesehen habe. Aber das sage ich, glaube ich, bei ungefähr 3/4 der Sticker und Kits, die ich besitze. Von daher kann man das bei mir nicht mehr so ernst nehmen. Nee, Quatsch. Spaß beiseite. Es ist wunderschön und ich finde die Farben einfach nur mega. Und mit dem Glitzer auch passt das sehr, sehr gut zusammen. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch da lassen oder Kommentare, was für Videos ihr noch gerne sehen möchtet. Oder ja, einfach Hall um Hallo zu sagen. Ich freue mich immer, nette, nette Sachen zu lesen. Gut, dann hoffe ich, dass wir uns bald in einem neuen Video wiedersehen. Tschüss!